Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik und zwar zu einem Film, da haben wahnsinnig viele Leute drauf gewartet. Ich habe drauf gewartet und ich bin so glücklich, dass es diesen Film hier, also Dune Part 2, überhaupt gibt. Ein intelligenter Science-Fiction-Film mit großer, komplexer Geschichte, basierend auf einem Buch, das bisher immer als unverfilmbar galt, ist tatsächlich so erfolgreich gewesen, dass wir überhaupt diesen zweiten Teil bekommen. Das alleine darf man schon mal feiern. Jetzt mit einem halben Jahr Verspätung ist dieser Film endlich bei uns auch in den Kinos und wird überall schon gelobt. Und ich muss euch sagen, von mir leider nicht so sehr. Ich weiß, es tut weh, David Hein hat wieder was zu meckern, aber naja, ich kann es zumindest begründen und ich hoffe, ihr bleibt dran, um zu erfahren, was mir so ein bisschen die Suppe versalzen hat. Zuerst aber den Trailer. In den Schatten von Arrakis liegen viele Geheimnisse. Aber das Dunkelste von allen bleibt wohl. Das Ende von Haus Atreides. Dein Vater war kein Freund von Rache. Was, wenn Paul Atreides noch lebt? Bevor wir zur Kritik kommen, schaue ich am besten nochmal zurück. Ich habe seit 2021, seit ich die Kritik auf diesem Kanal gemacht habe und damals 4,5 Sterne gegeben habe, was sehr selten auf diesem Kanal hier ist, nicht mehr darüber gesprochen und wie sich das Ganze auch im Nachhinein entwickelt hat. Dune ist sehr erfolgreich geworden, wobei man sagen muss, das ist kein Mega-Hit gewesen, was aber auch ein bisschen damit zu tun haben könnte, dass der Film damals parallel auf HBO Max veröffentlicht wurde. Warner Brothers wollte damals eine Streaming-Plattform unbedingt pushen, die es heute in der Form gar nicht mehr gibt. Wie ich finde, eine kolossale Fehlentscheidung, weil Dune auch ein Film ist, den muss man einfach auf der großen Leinwand gesehen haben. Aber das haben viele Leute offenbar so gesehen und dementsprechend ist das eine Erfolgsstory gewesen, die nun weitergeführt wird. Und das ist erstmal eine Sache, die muss man besingen. Ja, bei so vielen Filmen denke ich mir, warum hat das denn jetzt schon wieder eine Fortsetzung bekommen? Und die großen Epen, die intelligenten Werke, die hat man einfach viel zu selten. Es gab aber auch viel Kritik, auch unter meiner Filmkritik habe ich viele Kommentare gelesen von Leuten, die sich darüber beschwert haben, dass ihnen zum Beispiel die Charaktere zu hohl oder zu platt gewesen sind. Und das ist ein Punkt, den ich damals auch schon nachvollziehen konnte. Es gab definitiv Kritikpunkte, die sind der Tatsache geschuldet gewesen, dass Denis Villeneuve in der Mitte des Buches einen Schnitt gesetzt hat und sich viele Elemente für den zweiten Teil aufgehoben hat. Und ich habe damals in der Bewertung auch mit einfließen lassen, dass ich zumindest davon ausgegangen bin, dass sich Dinge noch klären werden und dass die Figuren vielleicht noch ein bisschen mehr Fleisch auf die Knochen bekommen. Für einige Figuren galt das schon so, aber eine Zendaya hat im ersten Film noch nicht wirklich viel zu tun gehabt und andere Figuren sind auch noch sehr vage geblieben. Dune ist für diejenigen, die Frank Herberts Roman noch nicht gelesen haben, ein Buch, das sehr komplex ist. Es ist vor allen Dingen keines, das so klassische Schwarz-Weiß-Einteilungen kennt. Auch keine klassischen Heldenreisen. Hier ist sehr vieles sehr ambivalent. Unser Held Paul Atreides ist eigentlich keiner, sondern er ist eigentlich jemand, der im Laufe dieser Geschichte dafür sorgen wird, dass ein Krieg losgetreten wird, den er eigentlich nicht will, aber zu dem es dann letzten Endes doch durch seine Handlungen kommen wird. Und dadurch ist er im Grunde sowas wie ein Anti-Held. Und diese Ambivalenzen gelten für sehr viele Figuren und sehr viele Zusammenhänge in der Welt von Dune. Frank Herbert hat daher ein Buch vorgelegt, was wahrscheinlich auch deshalb als unverfilmbar lange Zeit galt, weil man hier eben nicht die typische Star-Wars-Geschichte vom kleinen, unterdrückten Helden, der sich dann später zum Weltenretter aufschwingt, präsentieren kann, sondern das hier ist eigentlich sehr viel düsterer. In diesem zweiten Teil merkt man deutlich an, dass Villeneuve wirklich mit so einem D-Zug in diese Wand hineinfährt, die das Buch ist und daran so ein bisschen zerschält. Nicht komplett, Dune 2 Part 2 ist trotzdem ein beeindruckender Film auf sehr, sehr vielen Ebenen, weil er auch sehr viele Dinge erbt vom ersten Dune, die da schon großartig gewesen sind. Aber es ist einer, den man deutlich anmerkt, wie sehr er unter der Last des Buches zu ächzen hat. Es gibt einige Elemente dieses Films, die sehr viel Zeit bekommen und dann wieder andere, die fast zu wenig bekommen. Dadurch ist Dune Part 2, der fast 3 Stunden lang geht, trotzdem einer, der sich gleichermaßen zu kurz und zu lang anfühlt. Ich weiß, ist paradox, aber an einigen Stellen dachte ich, boah, das hätten sie jetzt nicht so lange zeigen müssen. Und an anderen dachte ich, hier hätte ich mir sehr viel mehr Erklärung gewünscht. Vor allen Dingen für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, wird es im zweiten Teil sehr, sehr schwierig werden, mitzukommen. Einige Figuren, wie zum Beispiel die Mutter von Paul Atreides, vollziehen einen regelrechten Turn, was den Charakter angeht. Die ist ab der ersten halben Stunde kaum noch wiederzuerkennen, zumindest wenn man ihre Figur mit dem ersten Film vergleicht. Frank Herbert hat im Buch einfach mehr Platz, um die Motivationen der Charaktere noch mehr auszuarbeiten und die Feinheiten, die die Figuren ausmachen. So werden die Charaktere besser erklärt. Auch Paul Atreides macht
macht eine große Wandlung im Film durch, die mir an einigen Stellen immer ein bisschen zu schlagartig passierte. Generell geht mir im Film total das Gefühl für die Zeitverhältnisse verloren. Ich habe immer wieder da gesessen in einigen Situationen und gedacht, wie viel Zeit ist denn ja jetzt eigentlich dazwischen vergangen? Wie viel Zeit verbringt Paul eigentlich bei den Fremen? Diese Romanze, die sich zwischen ihm und Zendayas Figur entwickelt, die passiert auch eher holprig. Es gibt eine ganze Weile im Film, da gucken sich diese Figuren an und man hat nicht das Gefühl, dass eine gewisse Chemie zwischen beiden entsteht. Dann, nur eine Szene später, sitzen sie plötzlich verliebt auf einer Düne. Da muss eine Menge zwischen passiert sein, der Film zeigt das aber nicht. Und später im Film kommt dann auch eine Figur zurück, man sieht sie in den Trailern schon, deswegen ist das kein Spoiler aus dem ersten Film. Und wenn die dann das Bild betritt und deutlich gealtert wirkt, merkt man, oh, hier scheint eine ganze Menge Zeit vergangen zu sein. Und wer das Buch kennt, weiß, dass da Jahre dazwischen liegen. Und als Zuschauer habe ich das gemerkt. Mir ist durchaus bewusst gewesen, dass da offenbar sehr viel Zeit vergangen sein muss, weil die Figuren auch Entwicklungen durchmachen, die eben sehr überhastet wirken und sich nicht so wirklich erklären. Und diese Versäumnisse sind überall zu spüren, an allen Fronten. Die Fremen werden zwar diesmal besser erklärt, aber auch nicht so wirklich. Es gibt viele Details, die da noch fehlen, aus den Büchern zum Beispiel. Ich will hier nicht zu sehr eine Gegenüberstellung daraus machen, was im Buch jetzt besser funktioniert als im Film. Der Film funktioniert ja sowieso nochmal anders. Aber ich finde, man merkt dem Film durchaus an, dass überall ein bisschen was fehlt. Bei den Harkonnen zum Beispiel fehlt ein ganz großer Teil. Besonders merkt man es aber beim Imperator oder der Sternenfahrer-Gilde. Sachen, die im Originalfilm von David Lynch sehr viel mehr Zeit bekommen. Und im Vorfeld hieß es ja, Christopher Walken ist jetzt der Imperator und ich dachte, boah, ich bin sehr gespannt, was der für diese Rolle mitbringt und es stellt sich heraus, gar nichts, weil er keine Zeit bekommt, mit dieser Figur irgendwas anzufangen und eigentlich nur am Ende wenige Sätze hat, ist hier nicht viel aus diesen Figuren rauszuholen. Nun muss man dazu sagen, ich bin bei Frank Herberts Buch der Ansicht, dass die Figuren, über die er erzählt und diese Welt, eigentlich nur ein Vehikel dafür sind, um ganz andere Themen an den Mann zu bringen. Bei ihm geht es viel um religiösen Fanatismus, um Macht und Machtmissbrauch und ein bisschen auch um die Frage, korrumpiert Macht eigentlich oder muss man vielleicht sogar schon für Korruption so empfänglich sein, dass man überhaupt erst Macht ergreifen möchte? Das sind spannende Fragen, die dieser Film hier nur anschneidet. Ich hatte das Gefühl, dass keiner dieser Aspekte so richtig ausgearbeitet ist. Und gerade beim Thema des religiösen Fanatismus geht Denis Villeneuve für mich sogar den falschen Weg. Es gibt mehrere Szenen im Film, da wird der Comedy-Aspekt humorvoll überspitzt. Und mich hat das tatsächlich an Das Leben des Brian von Monty Python erinnert. Da gibt es eine Szene, ich zeige sie euch mal kurz, die ist fast Wort für Wort hier enthalten. Ich bin nicht der Messias, versteht ihr das? Ganz, ganz ehrlich. Nur der wahrhaftige Messias leugnet seine Göttlichkeit. Also gut, ich bin der Messias. Er ist der Messias. Natürlich lockert das den Film auch ein bisschen auf. Ich finde aber, es passt nicht wirklich zum Stimmungsbild. Mich hat das eher irritiert, dass jetzt hier plötzlich Figuren wie Stilgar, gespielt von Javier Bardem, fast ein bisschen zu witzig sind. Das passte nicht wirklich zum Rest. Und so hatte ich immer wieder Situationen, in denen ich dachte, na, irgendwas passt hier nicht ganz für mich. Bevor ihr jetzt aber sagt, Moment, wie kommt er denn jetzt aber am Ende dann auf diese Wertung, wenn er so viel zu kritisieren hat, muss ich ganz klar auch nochmal betonen, das hier ist trotzdem ein toller Science-Fiction-Film. Und zwar vor allen Dingen auch deshalb, weil er ganz viele Stärken, die der erste Teil schon mitgebracht hat, erbt. Er hatte erst dieses Worldbuilding, was hier wirklich gut funktioniert wieder. Ich mag einfach, wie Denis Villeneuve diese Welt erschaffen hat. Die Kostüme sind so detailliert. Bei den Harkonnen sieht man zum Beispiel kleine Ventilatoren hinten in ihren Anzügen, die darauf schließen lassen, wie die Luftversorgung in ihren Anzügen funktioniert. Das sind Sachen, an die denken ganz viele andere Filmemacher gar nicht. Ganz toll ist ein ganz großes Segment, was auf dem Harkonnen-Planeten stattfindet. Es gibt nicht viel Harkonnen in diesem Film, aber der Teil, der dort spielt, der ist wirklich großartig gemacht. Es gibt dort eine schwarze Sonne und die taucht den ganzen Planeten in ein ganz spezielles Licht. Und wie sie das gefilmt haben, ist einfach spektakulär. Ich mochte hier vor allen Dingen, dass Denis Villeneuve sich hat inspirieren lassen bei den Designs von H.R. Giger, die der damals für den gescheiterten Dune von Jodorowsky entwickelt hatte. Es erinnert so ein bisschen daran, ohne das zu kopieren, und ich dachte, das ist eine schöne Reminiszenz von einem, der ein echter Nerd ist, der Dune wirklich liebt. Und dann tritt Austin Butler auf, der hier wirklich noch die beste neue Rolle hat. Die anderen sind leider sehr flach, da kommen einige Rollen überhaupt nicht zum Tragen. Lea Seydoux zum Beispiel passiert für wenige Augenblicke im Film und ist dann plötzlich gar nicht mehr zu sehen. Und ich dachte, warum eigentlich? Wer ist sie eigentlich? Und warum wird ihr nicht so viel Zeit gegönnt? Austin Butler bekommt diese Zeit und die nutzt er, weil er hier eine wirklich
verstörende Version eines Bösewichts zeichnet, der im Originalfilm von David Lynch, damals noch von Sting, gespielt wurde. Seine Version ist so viel besser und ist ein toller Gegenspieler. Aber er kommt recht spät im Film und auch er bekommt nicht die Zeit, die er eigentlich bräuchte. Das hier ist ein Film, der eigentlich nochmal hätte geteilt werden müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob es für das Format Dune einen Film oder drei Filme braucht oder vielleicht sogar eine Serie. Oder vielleicht ist dieses Buch auch einfach wirklich unverfilmbar. Dafür ist es dann vielleicht einfach doch viel zu komplex, was Frank Herbert gemacht hat in seinem Buch. Zu viele Feinheiten, die alle ineinander greifen, große Erzählstränge, die sich so auf so vielen Ebenen entfalten. Und Denis Villeneuve kommt hier stark ins Schlingern, weil man merkt, er ist nicht richtig in der Lage, da eine Balance zu finden. Der erste Teil hat das noch sehr viel besser gemacht. Aber wenn ich jetzt in der Retrospektive auf diesen ersten Teil blicke, habe ich fast das Gefühl, dass er sich vielleicht zu viel Zeit genommen hat. Der hat das Worldbuilding sehr langsam eingeführt und vielleicht war das auch nicht ganz die gute Idee, denn dafür wird diesem zweiten Teil jetzt so viel aufgebürdet, dass er das nicht ganz auffangen kann. Ich finde die Action großartig, über die Effekte müssen wir gar nicht reden und hier sind immer wieder Bilder und Momente drin, wie zum Beispiel eine Szene, wo Paul Atreides das erste Mal lernt, auf einem Wurm zu reiten. Und das sind die Momente, an die man sich erinnern wird. Nur kam ich eben mit einem Gefühl raus, bei dem ich dachte, ach schade, ich hätte jetzt gerne einen sehr viel besseren Abschluss gehabt und bin daher leider wirklich dazu genötigt, muss ich sagen, einen ganzen Stern nach unten zu geben. Ich würde hier in diesem Fall nur 3,5 Sterne geben. Ich sage nur in Anführungszeichen, weil das natürlich immer noch gut ist. Ja, da ist ein sehr, sehr guter Science-Fiction-Film übrig geblieben, der euch hoffentlich besser gefällt. Ich habe schon viele Kritikerstimmen gehört, aus den USA gab es einige, auch hier aus Deutschland. Die finden diesen Film meisterhaft und finden ihn sogar besser als den ersten Teil. Das kann ich leider nicht sagen. Ich finde, wie gesagt, ich glaube so ein bisschen, dass Frank Herberts Buch eine Hausnummer zu groß ist für zwei Filme. Ja, das sind mittlerweile 6 Stunden und es ist trotzdem noch zu wenig und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man es vielleicht anders angehen müsste. Aber ihr könnt selber entscheiden im Kino, wie ihr das findet. Ihr solltet auf jeden Fall reingehen, weil man muss dankbar sein, dass solche Filme kommen, ja, und dass es dazu auch Fortsetzungen geben darf. Da ist das dann auch okay, wenn die dann auf gehobenem Niveau scheitern. Ja, scheitern ist so ein großes Wort, aber zumindest enttäuschen. In diesem Fall hat es mich enttäuscht. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß im Kino. Den werdet ihr nämlich an vielen Stellen haben. Ich hoffe, ihr hängt euch nicht zu sehr an den Kleinigkeiten auf. Und dann gucken wir mal, ob in Denis Villeneuve vielleicht noch die Energie steckt, um einen dritten Film zu machen. Er hat ja schon angekündigt, Dune Messiah will er machen. Jetzt gerade fühlt er sich aber ausgelaugt. Ich wünsche mir einfach, dass dieser Mann Science-Fiction-Filme macht bis ans Ende der Sterne. Da werde ich ihn dann auf jeden Fall folgen, weil das kann der einfach wahnsinnig gut. Macht's gut, bis die Tage und tschüss.